Trotz seines frühen Todes hat Heinrich Regelungen hinterlassen. Witwe Konstanze sollte auch für Friedrich den Papst als Lehnsherrn von Sizilien anerkennen. Wichtig war ihm, die Verbindung zwischen Süditalien und dem Reich aufrecht zu erhalten. Allerdings ging die Reichskrone vorerst verloren. In Deutschland hatte sich die antistaufische Partei formiert und am 9. Juli 1198 Otto IV., einen Sohn Heinrichs des Löwen, zum König gewählt. Bereits am 8. März wählte die staufische Seite Philipp, einen jüngeren Sohn Barbarossas, zum König. Zugleich kam es auch in Rom zu einem Wechsel. Am 8. Jänner 1198 wurde Innozenz III. Zum Papst gewählt. Er war bis 1216 Papst und hatte große Ansprüche. Bei seiner Amtseinführung positionierte er sich zwischen Gott und den Menschen in der Mitte. Er sei zwar weniger als Gott, aber mehr als ein Mensch. Er hatte den Anspruch einer Weltherrschaft. Deshalb wollte der Papst auch die deutsche Doppelwahl entscheiden. Nach Zugeständnissen entschied er sich für Otto. Er urgierte auch, einen König vor der Krönung zum Kaiser eingehend prüfen zu müssen. Die deutschen Fürsten könnten ja einen Ketzer oder einen Narren wählen und der Papst müsste ihn dann krönen. Dieser Anspruch wird erst in der Goldenen Bulle von 1356 entkräftet. Während aber der Papst Philipp nicht anerkannte, setzte sich dieser in Deutschland durch. Innozenz III. Musste sich in Verhandlungen begeben. 1207 war auch Otto zu einem Thronverzicht bereit. Da wurde Philipp am 21. Juni 1208 in Bamberg von Pfalzgraf Otto von Wittelsbach ermordet. Nun wurde Otto IV. Nochmal gewählt. Am 4. Oktober 1209 wurde Otto auch zum Kaiser gekrönt. Im Königreich Sizilien führte der Papst die Vormundschaft für den jungen Friedrich. Allerdings ging er hart vor. Otto wurde zu Hilfe gerufen. Daraufhin wurde der Kaiser vom Papst exkommuniziert. In dieser Situation musste der Papst auf einen Staufer setzen. Friedrich war ja nicht nur der Erbe Siziliens, sondern bereits als Kind zum römisch-deutschen König gekrönt worden. Im September 1211 wurde er nun erneut zum König gewählt. Es wurde aber ausgedrückt, dass es sich eigentlich um einen Gegenkaiser handelt.